Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays mit Chile. Was geht? Wir drücken direkt mal auf Weiter. Was die Situation ist, wir haben hier so einen Marionettenstaat, in dem es einen Aufstand gibt. Den Aufstand schlagen wir jetzt nieder, diesen kommunistischen Aufstand. Und wir rücken tatsächlich hier ein bisschen mehr ins Plus. Könnte gut sein für uns. Hier sind wir immer noch im Minus. Also ich habe es zwar in der letzten Folge gefixt, dass wir wieder ein bisschen finanziellen Aufstieg haben, aber im Moment sieht es wieder relativ beschissen aus. Mal gucken, wie sich das verändern wird, wenn wir wieder aus dem Krieg draußen sind. Dann werden wir wieder Plus einfahren, denke ich. Wir sind ja jetzt schon auf einem guten Weg, einfach weil hier unsere Industrie durch die Investitionsfonds immer noch gut gestützt wird. Und wir machen da gerade 14.000 minus auf 2,36 Millionen. Das ist okay, da haben wir noch ein bisschen Luft. Das heißt, unsere Industrie wächst in der Zeit auf jeden Fall weiter. Und ja, hier haben wir auch noch einen kleinen Bürgerkrieg, der sich so ein bisschen anbahnt, aber eine Unterstützung, eine Radikalität von 54 ist noch voll in Ordnung. Damit kann man noch arbeiten. Kriegsschiff, da haben wir schon die ganze Zeit immer mal wieder so ein bisschen Probleme, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich kein Thema. Hier sollten wir eigentlich relativ gut anlanden können, weil ich meine, diese vier Truppen haben auch einen relativ geringen Moralwert. Die schlagen uns nicht wirklich heftig zu. Und ja, wir haben schon unseren ersten Landefortschritt. Da geht auch direkt schon die nächste Schlacht los. Und die waren platt und konnten nicht direkt weiterkämpfen. Deshalb sind wir jetzt drin. Krieg im Schlamm wurde erfolgreich abgeschlossen. Wir brauchen einen Durchbruch. Wir probieren es einfach. Und hier haben wir jetzt tatsächlich schon wieder einen guten Aufschwung. Könnte jetzt natürlich auch so ein bisschen unsere militärischen Industrie geschuldet sein, dass wir da jetzt halt aufbauen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Wir sind auf jeden Fall hier gut am Gewinn. Und was dann jetzt noch der Plan ist, das habe ich Ende der letzten Folge gesagt, ist, uns hier ein bisschen weiter einzumischen, sobald wir halt unseren Verrufenheitswert wieder niedriger haben. Was mache ich denn? So. Menschenskinder. Da wollte ich drauf. Ich wollte gucken, wie lange wir hier noch mit Sheva unseren Waffenstillstand haben. Das sind 2 Jahre. Da könnten wir vielleicht versuchen, Vasangali und Isaac uns zu catchen, dass wir halt den kompletten Hornbereich der Küste haben. Al-Kaffa wird jetzt hier hinten zusammenwachsen. Die haben hier insgesamt, Moment, 27. Velo hat 25. Die werden sogar schon richtig strong in dem Moment. Oh, und wir machen Plus. Das ist sehr gut. Und da muss man halt wirklich mal so ein bisschen drauf gucken jetzt, wie sich das hier hinten verhält, weil Sheva ist auch noch relativ stark mit 50. Wenn die sich zusammentun, haben die schon eine gute Schlagkraft. Da würde ich mit meinen 47 zwar stärkeren Truppen, klar, aber ich glaube, ich würde da tatsächlich ein bisschen Probleme kriegen. So, das Thema hier ist abgehakt. Das heißt, wir können im Prinzip auch die Armeen demobilisieren. Zack. Schon machen wir wieder ein relativ gutes Plus. Das ist mega nice, weil dann kommen wir jetzt echt mal weiter aus diesen scheiß Miesen raus. Weil die Zinsen fressen einem halt echt die Haare vom Kopf. Kann man nicht anders sagen. 50-50 Chance. Ja, dumm gelaufen. Aber 55 ist halt echt noch nicht mal, sich da irgendwie den Kopf drüber zu zerbrechen.
24,5 Millionen, das sieht ganz okay aus. Bildungsstandard geht auch immer weiter hoch, das ist natürlich perfekt. Da werden wir jetzt auch hier noch ein bisschen in Somaliland reinbuttern, bevor wir halt das alles eingenommen haben und dann eine Kolonieverwaltung einrichten. Na, das ist dann nämlich der nächste Teil. Mindestens eins davon, beliebiger chilenischer Staat in Sanj, wird nicht kolonialisiert. Wir haben mehr als einen Kolonialklin. Was? Mehr als ein Kolonialland in der Staatsregion? Ja, haben wir ja nicht. Das hier ist Ostafrika. Alter, britisch Kongo, leck mich am Arsch. Kolonie. Das hier oben ist noch Großbritannien. Die machen das halt im Endeffekt dasselbe. Die haben ja auch hier Ostafrika gegründet. Und die sind halt mittlerweile komplett losgelöst. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht hier der Verbrauch wieder ein bisschen hoch. Aber jetzt haben wir ja hier ein bisschen angekurbelt. Oh, da kam jetzt aber ein großer Brocken dazu. Diplomatiepakte 11k. Das macht schon ganz schön was aus. Vor allem chilenisch-Ostafrika mit 5,9k. Ist schon crazy. Gehaltssubvention, Proportionalsteuer. Oh, Proportionalsteuer. Da gehe ich aber voll rein. Da gehe ich ja sowas von voll rein. 32k mehr. Grundbesitzer fuckt's ab. Ist klar, Industrielle auch, aber das ist okay. Und die anderen finden es geil. Nice. Da wird es keine Probleme geben. Gefährdete Goldreserven. Oh, Anleihen, Zinssatz. Geht um 10% runter. Bitte lasst das durchgehen. Ja, geil. Ist durchgegangen. Damit machen wir jetzt ein viel höheres Plus. Das ist mega nice. Und sobald wir aus dem Miesen raus sind, können wir auch gucken, dass wir wieder unsere Dinger umstellen. Unsere Steuern und Co. Dann kriegen wir hier wieder ein bisschen Ruhe rein. Ja, ja. Es läuft. Wir kommen in eine gute Richtung. Wenn der Zinssatz weniger wird, damit stehen wir echt gut. Wir sind jetzt bei 9,45 Millionen Kredit. Wenn wir da jetzt, keine Ahnung, so bei 18 oder so, dann können wir theoretisch wieder in den Bau reingehen. Weil dann dürften die Investitionsfonds auch ziemlich aufgefressen sein. Und da müssen wir dann mal gucken. Müssen wir auch hier schauen. Als nächstes kommt Marineschiffswerft. Das bringt halt nicht wirklich was. Naja, wird schon interessant. Aber wir werden jetzt halt von der Privatwirtschaft so ein bisschen überrascht. Sagen wir es mal so. Und ich hoffe, dass die Proportionalsteuern durchgehen, weil dann können wir instant einfach alles umschmeißen. Können wir hier wieder eine Stufe runtergehen. Dann können wir hier wieder reingehen. Das sind 10. Das sind 2,8. Da könnten wir theoretisch jetzt schon reingehen. Ja, komm. Und hier minus 13, da könnten wir auch reingehen. Das wird nicht gehen, aber das wird gehen. Bei plus 10k, da kann ich noch mitgehen.
Oh, komm schon. Interaktion. Wir wollen doch eine gute Beziehung haben. Wir haben euch gerade eben ein wenig unterstützt. Die Hälfte des Landes war doch dafür. Also muss doch nicht sein. Oh, Kaffer. Tatsache. Oh. Aber nur 28 Bataillone. Das ist natürlich relativ praktisch. Weil wenn die gegen uns hier jetzt irgendwas machen, dann gucken wir, dass wir Orana kriegen, dass wir eine straighte Grenze haben. Dann kriegen wir die zwei vielleicht auch direkt und können das hier so einkesseln. Dann brauchen wir gar nicht nach Masangali gehen. Hm. Zurzeit die gute Frage, ob Orana oder Masangali. Wir werden auf jeden Fall, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, bis auf die 10 warten, bis kein Jahr mehr. Und dann da reingehen, aber mal gucken. Mittlerweile wieder unter den Top 20. Oha, was geht denn hier? Der ägyptische Kapitalistenaufstand. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ah, Ägypten gewinnt das. Ich habe gerade eben gedacht, der Kapitalistenaufstand gewinnt das. Das wäre jetzt mal absolut wild gewesen. Obwohl die sich nicht viel geben militärisch von der Stärke. Bildung wächst weiter. Ja, das sind wir echt gar nicht mal so schlecht aufgestellt, ne? Wie sieht's hier aus? Plus 6, 0,6. Läuft auch. Ineffiziente Landwirtschaft. Ja. Jetzt soll die Oberschicht doch mit hier auf die Kacke hauen. Ist mir egal. Tuch und Werkzeuge sind mir relativ günstig. Motoren. Ja, okay, gut. Wir haben gerade 3 Motorenwerke gebaut. Das heißt, es war noch viel schlimmer. Das soll ja dann eigentlich kein Problem sein. Elf. Chillig. Das heißt, wir können demnächst anfangen, wieder Spaß zu haben. Würde mich mal interessieren. Oh, im Moment sind alle auf dem kompletten Planeten achtbar. Ist natürlich äußerst interessant. Situation hier, minus 5. Es wird halt überhaupt nichts, ne? Oh, Platz 18. Finde ich gut. Woran liegt's? Bruttoinlandsprodukt? Oder werden die Klientenländer stärker? Können ja mal gucken. Kanada und wir hüpfen so ein bisschen hin und her. Ja, wir kommen schon relativ weit mittlerweile. LOL, Österreich ist mittlerweile eine Mittelmacht. Wie ist das denn passiert? LOL. Das ist ja verrückt. So, mal gucken. Investitionsfonds, 1,6 Millionen, ist auch noch fein.
Da können wir noch tatsächlich ein Weilchen länger. Wahrscheinlich sogar schön über den Krieg hinweg. Weil das wird jetzt natürlich auch wieder teuer. Na, lieber die Prozente hier hochkriegen. Regierungspetition beendet, Revolution, intellektuelle Propaganda, nächsten. Ja, gut. 14k. Ey, guck mal, wir sind überall wieder im Plus. Das ist doch schon mal was Schönes. Das finde ich doch schon mal hervorragend. Sitzen hier aus bevölkerungstechnisch 7. Oh, komm, ey, hier läuft's doch. Obwachstum ist am Start. Schade, geht gerade nicht. Ich habe es mir gerade durchgelesen und habe gerade gesehen, wir können gar nicht mehr unser Amerika bevölkern. Unsere Zielbevölkerung von 16,5 Millionen, da fehlen noch knapp 10. Bisschen mehr sogar. Der Mob nähert sich, tötet alle, die dem Mob angehören. 50-50 Chance. Ja, nice. Wir haben mehr Loyale. Was geht hier? Irgend so ein Kommunistenaufstand. Ah. Was machen wir denn jetzt? Wir haben den 10er Wert jetzt gleich erreicht. Wenn die Woche rum ist, dürften wir vielleicht schon unter, also unter nicht, aber ziemlich genau auf 10. Ja, genau 10. Jetzt können wir uns Gedanken machen. Gehen wir auf Wasangali, 105.000. Okay, hat sich erledigt. Da ist eine Millionenbevölkerung drin. Neun Komma fünf. Uff. Mal gucken. Tigray würde hier mit reinspringen. Weil die verbündet sind. Gibt es irgendjemand, der da Probleme haben könnte? Kaffa? Oh, das war's. Na dann, let's go. Gehen wir direkt rein. Der Reichtum des Volkes. Was ist jetzt passiert? Wieso ist das verschwunden? Ich hab nichts angeklickt. Egal. Einmal bitte hier rüber. Oh, Werkzeuge werden gerade errichtet. Viele in der Privatindustrie. Und eine Schwefelmine, auch nicht verkehrt. Rohstoffe zu generieren, ist eine gute Sache. So. Jetzt wird Tigray mit einschreiten. Jetzt ist das Problem, dass da Kaffa dazwischen ist. Das heißt, ich kann eigentlich schlecht was von Tigray mir krallen. Ich komme da nicht ran. Na, Ägypten umarmt das da so. Und da bin ich eher vor Probleme gestellt. Aber wir machen nur minus 10k im Krieg. Das ist voll okay. Ich hätte jetzt mit mehr problematischem finanziellen
Hintergründen, Ecken, Dingen gedacht. Großbritannien erklärt Neutralität, das ist voll fein. Autorität lieber lös. Oh, sehr schön. Die sind auch schon raus. Deutschland ist da noch drin. Denen dürfte das aber relativ bums sein. Viele Neutralitäten werden erklärt. Das juckt keine Sau. Tigray würde eigentlich hier rüber gehen. Aber ich glaube, die haben zu viel Schiss. Weil die sind im Moment verunsichert. Wir machen auch wieder weniger Minus. Das ist schon mal sehr gut. Wenn wir jetzt im Krieg ein Plus erwirtschaften, wieder ist perfekt. Dann, weil wir uns ja jetzt dann gleich wieder in einem Krieg befinden, machen wir hier wieder mehr Plus. Also eigentlich läuft gerade ziemlich gut. Bedenken und Einwände. Tigray stellt sich auf die Seite, ist schon mal gut. Warte, warte. Ah. Geil. Okay, und die großen Bösen sind nicht mehr so großartig vorhanden. Nur Ägypten, und die finden das auch gar nicht so cool. Das heißt, wir können jetzt in Kaffa, Amhara holen. Dann können wir hier nochmal drauf gucken. Sieht eigentlich ganz fein aus. Und Gonda. Wir kriegen dafür nicht mal Verrufenheit. Das ist natürlich wild. Kriegen aber leider Tigray jetzt nicht mehr. Aber wir könnten Tigray zu einem Protektorat machen. Das ist natürlich schon mal mies. Aber wir könnten auch einfach sagen, weißt du was? Kleines Tigray, gib mir mal Geld. So. Da will auch keine Sau rüber. Passt doch. Und jetzt kommen halt die Wehrpflichtigen mit dazu. In diesem Krieg werden wir keinen Plus erwirtschaften. Das ist schon mal sicher. So viel kann ich sagen. Den könnten wir theoretisch auch noch... Ja, komm. Easy. Also das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen finanziell wieder ein Loch, das uns da aufgetan wird. Aber ich muss sagen, das dürfte es wert sein. Weil das, das und das gibt uns auf jeden Fall einen Haufen Bevölkerung und einen Haufen wirtschaftliche Stärke. Und vor allem die Kolonialverwaltung einrichten, gibt uns dann eben ein vereintes Äthiopien unter unserer Führung. Was absolut geisteskrank ist. Also wir übernehmen jetzt die Aufgabe, die irgendeiner von den Staaten hätte übernehmen sollen, und profitieren halt letzten Endes davon. Aber das ist doch fein. Okay, aber an der Stelle würde ich sagen, drücke ich erstmal ein Päuschen rein. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal. Und dann werdet ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.